was wir Ihnen hier zeigen. Ich hatte ja schon gesagt, man braucht starke Nerven, um solch grauenhafte Bilder überhaupt ertragen zu können. Sie machen aber deutlich, mit welcher Brutalität das damals begonnen wurde und seither weitergegangen ist. Wenn Sie sich mal solche Fotos anschauen, dann werden Sie auch sehr, sehr unschwer erkennen können, dass das in einem gewissen Umfang auch beweissichernd sein kann. Die Uniformen, die Sie da sehen, sind Uniformen der serbischen Spezialpolizei. Das macht auch deutlich, dass Armeekräfte, Spezialpolizei später dann auch im Fortgang nicht nur diese, sondern auch regelrechte Banden freigelassene Strafgefangene und andere an solchen Mordtaten beteiligt sind. Es sind erschütternde Bilder. Und ich muss mir große Mühe geben, das in einer Tonlage zu schildern, die nicht gewissermaßen zur Explosion führt. Deshalb führen wir Krieg, titelte auch die Presse und veröffentlichte die Bilder Scharpings. Doch seine eigenen Experten wussten es schon damals besser. Dies war kein Massaker an Zivilisten, aus dem geheimen Lagebericht. Verschlusssache, nur für den Dienstgebrauch. Am 29. Januar 1999 wurden in Rugovo bei einem Gefecht 24 Kosovo-Albaner und ein serbischer Polizist getötet. Also ein Gefecht? Kein Massaker an Zivilisten, wie der Verteidigungsminister behauptet. Diese Fernsehbilder, aufgenommen von einem westlichen Kamerateam unmittelbar nach den Ereignissen in Rugovo, liefern Hinweise, wie es tatsächlich war. Gewehre neben toten Albanern, die angeblich Zivilisten waren. Die Toten tragen Militärstiefel. Sie haben Mitgliedsausweise der UCK und tragen deren Rangabzeichen. Doch wurden diese Bilder vielleicht arrangiert? Von den Serben und vor dem Eintreffen der westlichen Kamerateams? Bei dem Beispiel Rugovo, auf welche Quellen haben Sie sich dabei berufen? Auf OSZE-Beobachter, die als erstes am Ort waren. Mhm. Waren diese Schilderungen, die damals gemacht worden sind, zu den Vorgängen in Rugovo, aus Ihrer Sicht heute korrekt und sind nach wie vor so gültig? Ja, die sind völlig korrekt. Der erste OSZE-Beobachter vor Ort war dieser Mann ganz links im Bild. Es ist der deutsche Polizeibeamte Henning Hensch. In jedem Fall ist richtig, dass der Verteidigungsminister noch am Tage der ersten Veröffentlichung, die ich selber auch gesehen habe in der Deutschen Welle, von mir darüber in Kenntnis gesetzt worden ist, dass die Darstellung, die da abgelaufen ist, so nicht gewesen ist. Sein offizieller Ermittlungsbericht zu Rugovo. Das Ergebnis? Kein Massaker an Zivilisten. Am Tatort fanden wir einen roten Van, zerschossen, offenen Scheiben und insgesamt 14 Leichen in diesem Fahrzeug und 3 Leichen lagen außerhalb des Fahrzeuges. In der Garage genannten Stallung auf der Rückseite der Farmyard befanden sich 5 UCK-Fighter in den typischen Uniformen, den dunkelblauen, dunkelgrün oder grün eingefärbten Uniformen, die dort in 10 cm hohem Wasser lagen. Und dann ging es noch etwa 300 Meter weiter zu einem zweiten Tatort, in dem wir wiederum 4 Leichen fanden. Und darüber hinaus sind die Leichen, die der Verteidigungsminister zeigen ließ, dort von den serbischen Sicherheitsbehörden und von mir und meinen beiden russischen Kollegen abgelegt worden, weil wir sie von den verschiedenen Fundorten oder Tatorten zusammengesammelt hatten. So also entstanden diese Bilder einer angeblichen Exekution, die Minister Scharping präsentierte. Bilder, die mit den tatsächlichen Ereignissen nichts zu tun hatten. Es war auch ganz klar, dass das kein Massaker an der Zivilbevölkerung war. Denn nach den OSZE-Berichten haben Kommandeure der UCK ja selbst gesagt, es seien Kämpfer für die große Sache der Albaner dort gestorben. Also zu einem Massaker hat es eigentlich der deutsche Verteidigungsminister dann interpretiert. New York,
April 1999. Während Scharping von einem Massaker berichtet, das keines war, und von einem KZ, das es nie gab, war der Kosovo-Krieg weiter in vollem Gange. In Deutschland wie in den USA wurde für diesen Krieg Stimmung gemacht. Das war auch notwendig, denn der Krieg der NATO war völkerrechtswidrig. Nur die Vereinten Nationen, deren Hauptquartier hier in New York ist, hätten ein Mandat für den Angriff geben dürfen. Doch dieses Mandat hat es nie gegeben. Damals herrschte Hochbetrieb für das Wachpersonal der UNO. Immer neue Regierungsvertreter trafen im Hauptquartier der Vereinten Nationen ein. Immer heftiger wurden die Auseinandersetzungen hinter verschlossenen Türen. April 1999. Bei den Vereinten Nationen wird um den Krieg gestritten. Zur gleichen Zeit fliegen NATO-Bomber bereits Angriff um Angriff. 6000 Mal und immer ohne UN-Mandat. Ganz überraschend ist es nicht, denn bei den Vereinten Nationen kennt man nicht erst seit heute die amerikanische Regierungspolitik und deren kaum verhüllte Geringschätzung der Vereinten Nationen. Bereits 1993 hatte US-Präsident Bill Clinton die Grundzüge dieser US-amerikanischen Außenpolitik in einem geheimen Regierungsdokument festgelegt. Der Titel: Mit den Vereinten Nationen, wenn möglich, ohne sie, wenn nötig. Die NATO, heißt es darin, soll die Entscheidungskriterien für die UN festlegen und nicht umgekehrt. Der Kosovo-Einsatz ohne UN-Mandat, das ist ein klarer Bruch des Völkerrechts. Der deutsche Verteidigungsminister hat ihn mitgetragen. Doch warum?